Und der Hinti hat das Wort. Dieser Titel ist unglaublich, aber ich denke, wir alle wissen, für wen der Titel ist, für uns alle, aber auch für meinen Landsmann Bruno Betzer, für Bernd Winkel, für den Grabowski. Und einmal für... Stellvertretenden Rundschau. Auch für die ist der Titel und das ist selbstverständlich. Es ist unglaublich, wenn man die Geschichte von Eintracht Frankfurt hört. Ich könnte jetzt 3 Minuten erzählen, aber 3 Minuten sind, glaube ich, zu lang. Es ist einfach nur der absolute Wahnsinn, wo wir herkommen sind. Vor 10 Jahren. Relegation, Abstieg da, wir waren in Aue, bei minus 10 Grad, haben so ziemlich alles erlebt, DFB-Pokalfinale, Niederlage, Sieg, die Feier und dann noch Chelsea natürlich, was auch einzigartig war. Und ich denke, man muss das so sagen, in Barcelona haben wir alle absolute Geschichte geschrieben, dass er abgegangen ist. Der Titel ist der absolute Wahnsinn, aber Barcelona wird für ewig bei jenen in Erinnerung bleiben. Und warum es den Titel gab, müssen wir zurückschauen, in der 118. Minute gab es einen... So ein Vollidiot. Und jetzt auf 118 Minuten gab es einen Torhüter, der ein absoluter Topfer ist. Seit Monaten. Bei jedem Verteidiger, egal ob Schmidt, Tuta, Hasebe, was auch immer, einfach die Sicherheit gibt, dass wir können Fehler machen und dahinter steht einfach jemand und der holt ihn einfach raus. Könnt ihr das vorstellen? Ja, Worte von Martin Hinteregger, die zeigen, was das für eine Mannschaft ist. Ja, hat uns jetzt Elfmeterschießen gerettet. Und was im Elfmeterschießen passiert ist, weiß jeder. Das geht in die Geschichte ein, aber was er hier geleistet hat, ist einfach unglaublich. Für uns Spieler in der Kabine brutal wichtig, aber vor allem, wenn er hinter uns steht, du weißt, okay, lass den Stürmer mal alleine aufs Tor laufen oder kommt mein Kopfball durch. Wir haben einfach einen scheiß Torhüter, der einfach Weltklasse-Niveau hat. Neu auf die Bank. 30.000 Frankfurter Bundestrainer. Nein, jeder weiß, Neuer ist brutaler Torhüter. Das weiß jeder. Aber Kevin auch.
Okay, doch nicht. Sorry. Aber jetzt kurz, ich glaube, die Frage stellt sich viele von uns. Wie hast du den Scheißball in 119 Minuten eigentlich gehalten, Alter? Geht das nur in Topform, oder? We'll be right back.